Zwei wichtige Änderungen im Zusammenhang mit der Rentenerhöhung 2023, die Sie unbedingt wissen sollten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 1.7.2023 kommt ja die lang ersehnte Rentenerhöhung. In Ost und West gibt es dann als erste Neuerung einen einheitlichen Rentenwert. Und zwar haben wir im Westen den Rentenwert 37,60 für einen persönlichen Entgeltpunkt und im Osten genau die gleiche Höhe auch, 37,60 für einen persönlichen Entgeltpunkt. Sie wissen ja, die monatliche Rente wird errechnet aus den persönlichen Entgeltpunkten, multipliziert mit dem Rentenartfaktor und dann nochmal multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert. Und der Rentenwert hat sich ja nun dankenswerterweise zum 1.7.2023 vereinheitlicht. Und als zweites, was auch ganz, ganz wichtig ist, das zeige ich Ihnen jetzt mal im Screenshot hier bei mir, da gibt es einen einheitlichen Einkommensanrechnungsfreibetrag bei der Anrechnung von Einkommen im hinterbliebenen Rentenbereich bei Renten wegen Todes. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Und zwar schaue ich hier einfach mal in das Sozialgesetzbuch Nr. 6, Paragraph 97 rein. Ich gucke hier in meinen Rechner rein, das sehen Sie auch. Und dann geht's los. Anrechenbar ist das Einkommen, das monatlich das 26,4-fache des aktuellen Rentenwertes übersteigt. Das ist praktisch der Satz, woraus wir nehmen können, dass alles das, was diese Grenze des 26,4-fachen multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert 37,60 nicht übersteigt, als Nettoeinkommen nicht an die Witwenrente oder Witwerrente angerechnet werden darf. Und wir haben jetzt bundesweit einen einheitlichen Einkommensanrechnungsbetrag. Und jetzt nehmen Sie einfach 26,4 mal 37,60 Euro und da kommen Sie auf sage und schreibe 992,64 Euro. Und diese 992,64 Euro sind genau der anrechnungsfreie Einkommensbetrag, den Sie ab dem 1.7.2023 bei einer Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente haben dürfen. Also, das sind die Neuerungen, die wir im Einkommensanrechnungsrecht bei den Witwen- und Witwerrenten ab dem 1.7.2023 haben. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Kinderfreibetrag, wenn Sie eine Witwenrente oder Erziehungsrente beziehen und Sie haben da noch ein Kindlein, was Sie erziehen, dann haben Sie noch zusätzlich zu dem normalen Einkommensanrechnungsfreibetrag noch einen Kinderfreibetrag bei der Anrechnung von Einkommen bei der Witwenrente, auch alles jetzt vereinheitlicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.